Howdy, ihr lieben Freunde meines Kanals und willkommen hier zu Desperados 3. Ich bin ein Riesenfan von Italo-Western und deswegen freue ich mich so unglaublich auf dieses Spiel. Alleine schon der Soundtrack, der geht richtig rein ins Blut. Ach, das wird schön. Das wird wunderschön. Eingestellt habe ich auch schon alles. Wir spielen auf Deutsch. Das Spiel ist auch auf Deutsch synchronisiert. Ich habe die Untertitel ausgeschalten, damit wir uns alle mehr aufs Spiel konzentrieren können. Und dann würde ich sagen, macht es euch gemütlich, ihr Präriehunde. Und dann legen wir los. Desperados 3 ruft. Schwierigkeitsgrad normal, ausgeglichener Schwierigkeitsgrad. Feinde reagieren schnell. Deine Charaktere besitzen durchschnittlich viel Gesundheit. Hart. Desperado. Oh, Desperado erfordert perfekte Planung und Ausführung. Gut, da finde ich mich nicht wieder. Anfänger machen wir auch nicht. Wir spielen auf normal. Also ich spiele auf normal, ihr schaut zu. Sprachausgabe ist Deutsch. Und dann würde ich sagen, lehnt euch zurück, macht euch eine Packung Popcorn auf, röstet euch noch ein schönes Steak und dann geht es los. Johnny, trödel nicht so. Na los. Bin direkt hinter dir, Pa. Ich gehe vor. Du kommst nach und passt gut auf. Das sieht schon sehr stark nach Wildem Westen aus. Extrem cool. Wirklich sehr, sehr cool. Maus L zum Bewegen. Und ich übernehme hier die Steuerung von Johnny Cooper, wie der Name da unten angezeigt wird. Cooper. Und der Mann, das ist Pa, also unser Vater. Jetzt sind wir hier mitten in der Prärie. Und ich bewege mich mal einfach. Kann ich hier irgendetwas anklicken? Anscheinend nicht. Da vorne. Schleichen mit Leer. Der Schütze, da steht er zumindest, der hämmert hier schon gemächtig gegen die Tür. Unterwegs. Sichtkegel 1. Wenn ein Feind dich sieht, wird sein Sichtkegel gelb eingefärbt. Erreicht dich das Gelb, so bemerkt der Feind dich, greift an und schlägt Alarm. Wähle mit Maus R einen Feind aus, um dir seinen Sichtkegel anzeigen zu lassen. Da ist die erste Wache. Oh, das ist praktisch. Ich muss das da nicht erwischen. Der Sichtkegel ist schon krass. Mist, ich könnte echt einen Schluck gebrauchen. Ich kümmere mich drum. Bin ich im Busch unsichtbar? Es scheint so. James Cooper, unser Vater. Er ist da vorne. Ich glaube, da muss ich jetzt auch hin. Ich glaube, ich kann jetzt einfach laufen, oder? Ja, sieht gut aus. Geht klar. Jetzt oder nie. Kann ich mit dem irgendwas machen? Nein. Ich kann mich nur zu ihm hocken. Kommt hier überhaupt mal einer vorbei? Ja, gerade war ich da. Schnell speichern und laden. Du kannst das Spiel jederzeit speichern, indem du F5 drückst. Den zuletzt gespeicherten Spielstand kannst du schnell laden, indem du F8 drückst. Mache von dieser Möglichkeit oft Gebrauch. Es ist ein beabsichtigter Teil des Spiels, zu scheitern und es erneut versuchen zu müssen. Oha. Dann mach schnell abspeichern. Jetzt bleib bei mir. Da vorne ist noch einer. Noch ein Schütze. Klar, kein Problem.
Münze. Cooper kann eine Münze werfen, um Feinde innerhalb des blauen Radius abzulenken. Drücke D und dann Maus L, um sie zu werfen. Ich finde es schön, dass das hier mit so kleinen Videoanleitungen noch gezeigt wird. Er nimmt die Münze, wirft sie hinter ihn und er dreht sich um. Okay, verstanden. Also die Münze nehmen. Ablenken. Klar, ich werfe einfach eine Münze. Gute Idee. Sieh zu, dass er sich wegdreht. Ich erledige den Rest. Das ist ja witzig. Das Spiel zeigt mir an, wann ich das letzte Mal gespeichert habe, mit dem Hinweis. Schnell handeln. Speicher lieber schneller. Du hast gut aufgepasst. Und die Leichen verstecken. Geht klar. Ah, das scheint hier ein Canyon zu sein. Bleib unauffällig. Aber wo wir uns hier genau befinden, hat das Spiel noch nicht gesagt. Erstmal weiterschleichen. Klare Sache. Ich hasse Pferde, Billy. Showdown-Modus, Grundlagen. Der Showdown-Modus pausiert das Spiel, damit du eine Aktion pro Charakter planen kannst. Du kannst Aktionen sofort ausführen oder sie dir für später aufheben. Drücke Umschalt, um in den Showdown-Modus zu wechseln. Hinweis: Im Schwierigkeitsgrad Desperado pausiert der Showdown-Modus das Spiel nicht. Zum Glück spiele ich nicht auf Desperado. Ich stehe hier nur wach. So, wirf die Münze zum Pferd. Ich habe noch jede Menge davon. So, da ist ein Pferd. Unterwegs. Verlasse den Showdown-Modus Umschalt. Habe ich gemacht. Führe eine Aktion aus Eingabe. Okay. Komm schon. Ah, okay. Ich verstehe. Ich muss das Pferd dazu bringen, ihr einen Tritt zu geben, oder? Wartet mal. So. Kommt sofort. Ich mach so. Das schon. So und so. Braucht der Wechsel. Nochmal. Oder? Shit, ich habe gerade Abklingzeit. Ey, mach ja nichts Komisches, hörst du? Nochmal. So. Dass ich die dabei habe. Geht klar. So. 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 Yes! Sehr gut. James ist auf jeden Fall schnell mit dem Messer. Hey, Pa. Ja? Wie viele Männer hat Frank eigentlich? Ist doch egal, Junge. Mann gegen Mann, da hast du immer eine Chance. Man muss das Rudel nur ausdünnen. Kann ich die Leichen auch plündern? Jetzt oder nie. Abgesperrt. Ja, hab ich mir doch gedacht. Klar, gehen wir. Also gut, Junge. Zeit für eine Herausforderung. Siehst du die Strickleiter dort oben? Du musst sie zu mir herunterwerfen. Zoomen Mausrad. Ah, okay, hier hinten ist eine Ranke, da kann ich hochklettern. Ist hier oben irgendjemand? Anscheinend nicht. Dann mache ich das jetzt einfach mal. Unterwegs. Ich finde, das Spiel ist bisher wirklich optisch sehr, sehr cool. Mit sehr viel Liebe zum Detail, ne? Hier noch so einen kleinen Wasserturm hingebaut. Hier überall diese verlassenen Häuser. Alles so ein bisschen heruntergekommen. Sehr cool. Rennen zweimal Maus L, benutzen Steuerung. Klare Sache. Geht klar. Lieber nochmal abspeichern. Gut gemacht. Das ist mein Junge. Das war leicht. Okay, unterwegs. Wo rennt mein alter Mann hin? Da. Da renne ich doch direkt hinterher. Und werde hoffentlich nicht abgeknallt. Sichtkegel 2. Während du geduckt bist, leer, kannst du dich sicher durch den dunklen und gestreiften Bereich des feindlichen Sichtkegels bewegen. Stehst du geduckt auf einem Dach, so bist du für die Wachen darunter grundsätzlich nicht zu sehen. Okay, sprich, die Schützin, sie scoutet nach dort alles ab. Du musst einen Weg finden, dich da durchzuschleichen. Aber ich bin nicht zu sehen, weil ich geduckt laufe. Okay.
Okay, was muss ich machen? Hast du schon von Lindbergh gehört? Sie hat doch glatt die letzte Flasche vom alten Hutch ausgeleert. Lock für Ziele, Dach erreichen. Also ich muss jetzt hier hochkommen. Ich habe seinen Sichtkegel, ihren Sichtkegel. Okay, das heißt, ich kann erstmal hier hinten lang. Sie zu einem Duell auffordern? Ich mach das. Du kennst doch den alten Hutch. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott. Ist die Flasche. Hier ist komplett grün. Da ist komplett grün. Ich überlege, ob ich jetzt nicht falscher Penny kommt sofort. Den Coin werfe. Okay, klar. Gehen wir. Oh nein, 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 nein. Scheiße. Oh fuck. Okay. Dann nochmal laden. Okay. Ich würde auf Hutch setzen. Keiner ist so gemein wie er. Wenn ich jetzt genau hier hingehe. Ja, außerdem ist der Sturz betrunken. Dann dem Penny. Geht klar. Zack, bin ich sofort hier drin. Sehr gut. Das hat funktioniert. Spring rüber. Erstmal abspeichern. Aktion hat funktioniert, ich speichere lieber schnell ab. Hier bin ich, du unnützer Saufkopf. Bring dir das hinter uns. Oh, duellieren die beiden sich? Duellieren die beiden sich jetzt? Das ist ja cool. Ich wette auf die Schützen. Hey! Wo bleibt die Schießerei? Siehst du den Typen hinten bei der Klippe? Lenk ihn mit deiner Münze ab. Dann kann ich beide erledigen. Welche Klippe? Ah, ihn hier, wa? Okay. Warte ganz kurz. Sein Sichtkegel ist aber... Wobei, ich könnte mich hier hinten so vorbeischleichen. Ah, das würde schon funktionieren. Oder komme ich auch hier hinten hin? Unterwegs. Ich dachte, die beiden duellieren sich jetzt. Schade. Oh, aber er ist verdammt schnell. Schaut mal. Okay, jetzt. Unterwegs. Klar. Ich kann auch hier oben lang schleichen. Ah, sehr gut. Und jetzt schön an ihm vorbeilaufen. Ich speichere lieber schnell ab. Ich kümmere mich drum. So. Ich habe noch jede Menge davon. Braucht wer Wechselgeld? Was war das? Schmeißt er ihn jetzt runter? Boah, er gibt ihm richtig eine. Er atmet noch. Fessle ihn schnell, bevor er wieder zu sich kommt. Okay. Ah, hier läuft jetzt dieser Balken ab. Schön liegen bleiben, okay. Gibt ihm noch eine Schelle. Er gibt ihm noch eine Schelle mit. Sehr gut. Leichen verstecken. Leichen kannst du in Gebüschen, Häusern und an anderen Orten verstecken. Drücke Steuerung und dann Maus L, um eine Leiche aufzunehmen. Während du eine Leiche trägst, musst du Steuerung gedrückt halten und Maus L drücken, um sie an der gewünschten Stelle abzulegen. Klar, kein Problem. Dann zack. Und... Guter Junge. Auf geht's. Klar, gehen wir. Ah, okay. Mit Alt kann ich die Karte drehen. Ah, das ist praktisch. Das ist sehr praktisch. Oh, 4. Einer schaut zur Wand und die sind miteinander beschäftigt. Haha, aber schaut mal hier. Ah, okay. Ein Schelm, der Böses denkt. Lieber nochmal abspeichern. Geht klar. Wir müssen weiter. Klare Sache. Ui, 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 ui. Wo kommen die alle her? Egal.
Siehst du den Kran dort oben? Ja. Wie wär's, wenn du raufgehst und die Ladung runterlässt? Wird erledigt, Sir. Okay, rauf und okay, die Ladung unterwegs runterlassen. Sprich, wir müssen ja hier hinten hoch, dann hier runter. Also ich muss nur an ihm vorbei. Ui, klar, aber das ist Problem. Natürlich jetzt eine... Ah, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh Gott. Hui, oh. Okay, das gerade noch mal gut gegangen. So. Gut, dass ich die dabei habe. Komm schon, dreh dich um. Unterwegs. Und schnell. Und hoch. Ich kümmere mich drum. Du kannst alle interaktiven Objekte und Feinde hervorheben, indem du H drückst. Oh. Ah. Das ist praktisch. Das ist sogar sehr praktisch. Okay. Dann jetzt hier nach unten. Okay. Wollte ich nicht. Ich wollte drehen. Genau. Jetzt oder? Dann. Ich glaube, hier ran ist richtig. Hui! Und es bleibt nur ein Blutfleck übrig. Ja, so bringe ich mal eben drei Banditen um. Klar, gehen wir. Gut gemacht, Junge. Du kennst das Spiel. Warte, bis ich zurück bin. Ich dachte, ich wäre so weit. Nächstes Mal. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Warum kann ich nicht mitkommen? Gib mir einfach eine Knarre. Eine Knarre, hm? Ich will, dass du den Baum aus 15 Schritt Entfernung triffst. Wenn du das schaffst, bist du bereit für eine Knarre. Bis später, Johnny. Kapitel 1, der Doktor und die Braut. Oh, was für ein cooler Anfang. Ja, Johnny ist anscheinend noch nicht bereit für die Knarre. Aber irgendwann wird er es sein. Irgendwann wird es soweit sein. Ja, sein Vater ist anscheinend Kopfgeldjäger. Sieht zumindest so aus. Ah, verdammt cool, das ist wirklich ein extrem geiles Western-Setting. Oh, ich freue mich so. Mega cool. Ordentlich, Jungs. Nehmt alles, was glänzt und alles, womit man sich blind saufen kann. Na los, zeigt mir, wer der Boss ist. Scheiße, Deckung! Hier lang, wir greifen von der Seite an. Gesehen. Ist da oben? Schnappt ihn! Lasst ihn nicht entwischen! Schnallt sie ab, Jungs! Für Bacon! Lasst mir welche übrig! Rocky Mountains, Byers Pass, Colorado.
hier wohl drin ist? Irgendwas sagt mir, dass du nicht zum Fahrkartenstempeln hier bist. Oh, Johnny ist älter geworden. Anscheinend machen wir einen unplanmäßigen Halt. Ich sehe besser nach, was los ist. Ach, sehr cool, Leute. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, Johnny ist älter geworden und mittlerweile trifft er auch mit dem Messer. Und ich würde sagen, das ist eine wunderbare Einstimmung auf Desperados 3. Ich freue mich unglaublich auf dieses Spiel. Ich hoffe, ihr euch auch. Heute kommt auf jeden Fall noch die zweite Folge. Die schiebe ich gleich hinterher. Und dann freue ich mich auch auf eure Kommentare. Wie immer dürft ihr fleißig mitkommentieren und auch sanfte, nett gemeinte Hinweise geben. Und dann werden wir dieses Spiel gemeinsam durchspielen, denn das habe ich vor. Desperados 3 wird auf jeden Fall durchgespielt. In diesem Sinne, haut rein und gehabt euch wohl. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis dahin, BB, euer Hyuga.